Bill Kaulitz, Liebeshammer. Am Flughafen ist es passiert. Hat Bill Kaulitz endlich seinen passenden Deckel gefunden? Am Flughafen hat ihm ein junger Amerikaner den Kopf verdreht. Bill Kaulitz hatte bisher einfach kein Glück mit der Liebe. Der Tokyo Hotel Star geht schon seit einiger Zeit als Single durchs Leben. Doch das könnte sich bald ändern. Bill Kaulitz hat sich am Flughafen verguckt. In seinem Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood, erzählt Bill er seinem Zwillingsbruder Tom von seinem nervigen Flug von Sizilien nach Berlin. Er musste alleine reisen und sich zwischen die ganzen Touristen in die Schlange am Check-in stellen. Es dauerte natürlich nicht lange, bis Bill von Fans erkannt wurde. Ständig musste der Sänger Fotos machen. Einer hat angefangen, und dann erkennen dich alle, erinnert er sich. Doch dann machte er plötzlich Bekanntschaft mit einem 28-jährigen Backpacker aus Washington. Da kam ein ganz entzückender Junge, der ein Gespräch mit mir angefangen hat. Dann hat er sich so neben mich gehockt und meinte, I love your shirt. Er hat das Gespräch anders angefangen und hat so getan, als hätte ihn das andere nicht beeindruckt. Bill hat sofort Gefallen an ihm gefunden. Schreib mir eine Direct Message, dann finde ich es für dich raus, sagte er ihm. Für ihn sei jedoch schnell klar gewesen, dass die Shirtfrage nur ein Vorwand war, um ins Gespräch zu kommen. Seit einigen Tagen tauschen sich die beiden aus. Ich glaube, das könnte das nächste Date werden, freut sich der Musiker. Vielleicht hat Bill ja endlich seinen Traummann gefunden. Es wäre ihm zu wünschen.